Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal stickerpoint.de. Und heute öffnen wir wieder mal neue Produkte. Und zwar haben wir drei Pokéball-Frühjahrstints. Die Pokéball-Tints sind wieder am Start. Wir haben hier den Superball, den wir schon mal geöffnet haben, um zu gucken, welche Booster drin sind. Dann haben wir den coolen Levelball, der in dieser Session mit dabei ist. Und den standardmäßigen Pokéball, diesen hier auf Englisch, damit ihr auch seht, was in beiden Arten von Produkten drin sind. Und außerdem erfolgt in diesem Video die Auflösung, wie ihr dieses Kyogre gewinnen könnt, was wir im letzten Video gepult haben. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, wenn nicht, checkt das letzte Video auf jeden Fall ab. Es war zu krass. Zu krass. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in die erste Tin. Und am Ende vom Video erfahrt ihr dann, wie das Gewinnspiel abläuft. So, wie gesagt, wir haben die Tin schon mal, die eine schon mal geöffnet, um zu schauen, was drin ist. In der Tin befinden sich drei Booster und eine Coin. Aber an sich, ja, die Tin einfach super geil zum Hinstellen, diese Pokebälle. Mega. So, wir haben hier, ich glaube, es ist Volcanion als Coin. Ich glaube, die gab es auch schon mal. Also jetzt nichts Besonderes an Coin. Aber eine sehr interessante Booster-Auswahl. Und zwar haben wir hier Nacht in Flammen, Ultra Prisma und Stunde der Wächter. Das heißt, wir sind zwar schon im Schwert- und Schildzyklus, haben aber drei Sonne- und Mond-Sets hier mit drin, die nicht unbedingt schlecht sind. Das ist auf jeden Fall sehr geil, um nochmal ja, schon etwas älteren Stuff zu öffnen. Diese Tinboxen. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was wir in diesen Tinboxen heute alles so ziehen können. Hier ist schon mal die Karte beschädigt. Hoffentlich ist das nichts Gutes. Wir haben hier eine Feuerenergie, den Top-Trank, Pixie, Latenecto, Pampuli, Alola Sandan, ein Wurmball, Knofensa, Skorgler, Lursadin Reverse und oh mein Gott! Capufala GX Rainbow im ersten Booster. Freunde, die Tin war offen, die Booster sind nicht abgewogen, ich schwöre es. Oh, ich weiß gar nicht, was die Karte an Wert hat, aber die ist wunderschön. Die sieht einfach wunderschön aus, diese Karte. Leider, leider hier diesen dicken Dot hinten drauf. Schade, oh, aber diese Karte ist wirklich wunderschön. Okay. Die Pokéball-Tins scheinen Bock zu haben. Schweren kann man sich da jetzt eher weniger. Schauen wir mal, was wir in Ultra Prisma so ziehen werden. Auch hier die Karten leicht beschädigt. Das kommt, glaube ich, von den Tins tatsächlich. Ihr werdet ja gleich sehen, wenn wir die Tin nochmal neu aufmachen, wie die Booster darin liegen. Wir haben hier ein Chelkerain, Fluchtboard, Alola Dictree, Alola Vulpix mit wirklich einem sehr süßen Artwork. Dann haben wir Bronzel, Araqua, Plinfa, das uns zuzwinkert, Pionscora, Magnetilo Reverse, das sieht auch wirklich sehr cool aus, und ein Typ 0. Okay. So, Nacht in Flammen. Da bin ich persönlich sehr gehypt drauf. Nacht in Flammen. Wir haben die Chance auf Rainbow Glurak. Die Chance ist wahrscheinlich relativ gering. Aber sie ist da. Rainbow Glurak, dann flippe ich hier, glaube ich, komplett aus. Ich bin noch mal gespannt, was in den englischen Pokéball-Tins drin sind. Drin ist, weil es ist ja nicht unbedingt immer das gleiche in den Tins, ob jetzt Deutsch oder Englisch. Da schauen wir auf jeden Fall dann gleich mal rein. Wir haben ja ein Reißlaus, Togedemaru, Glibunkel, ein Grillmack, ein Alola Radikal Reverse und ein Lamelux. Ja, leider kein Lurak. So, nächste Tin,
Der Levelball, wir bleiben bei der deutschen Ausfertigung und öffnen die englische Tin zum Schluss. Und das klappt hier eher mühsam. Geht doch, Folie verloren. So, und jetzt seht ihr, was ich meine. Die Tin ist jetzt neu geöffnet und die Booster sind, ja, relativ geknickt. Auch hier wieder die Coin. Die gleiche wie eben. Also auch dort gibt es keine Unterschiede vom Inhalt. Also zumindest was die Coin angeht. Und auch hier drei Booster. Stunde der Wächter. Ich würde sagen, gleiche Reihenfolge wie eben. Mal schauen, was wir hier mitziehen können. Noch eine Rainbow wäre krass. Ja, allgemein würde mir auch noch eine GX oder eine V-Karte reichen. Eine GX-Karte, V-Karten können wir hier drinnen nicht ziehen. Genauso wie die Feenenergie, auch sehr schön, kann man in den neuen Sets auch nicht mehr ziehen, weil dieser Typ Fee eben, ja, quasi aus den Sets verschwunden ist. Wir haben hier einen Chanera. Ein Schnäppke, Pam Pam, Knuffenser, Wasserpflaster Reverse und oh, Quaxo Holo. Und die Karte sieht ja auch wirklich sehr süß aus. Ja, ich kenne die Sets noch nicht so gut, habe nicht wirklich viel von denen geöffnet, deswegen freue ich mich hier über die Artworks. Also Quaxo Holo, das ist wirklich eine sehr, sehr süße Karte. Ja. Schön. Stunde der Wächter hat uns jetzt schon zwei Hits beschert. Wie sieht's aus mit dir, Ultra Prisma? Sehr bereit für den ersten Ultra Prisma Hit in diesem Video. So. Und wir haben wieder eine Feenenergie. Libell. Jan Mega. Ein Schnurgast. Kunkapu, Mangunior, Magma, Alola Dicta, ein Sneebel und oh, wir haben eine Prisma-Karte. Okay, Solgaleo Prisma. Das ist meine zweite Prisma-Karte, die ich bisher gezogen habe. Sehr nice. Und dahinter ein Hippoterus. Okay, sehr cool. Centering nicht so stark. Oben unten ziemlich schwach, hinten auch. Also die Qualität der Karten, ja, nicht unbedingt die besten in den Tins. Aber eine Prisma-Karte, täglich. Der Corona-Einschlag. Danke, Solgaleo. Du bist schuld an allem. So, letztes Booster für diese Tin. Nach den Flammen. Rainbow Glurak. Wo bist du? Wo bist du? Stahlenergie. Die Lola. Die Bodybuilding-Handeln. Seemon. Toxipet. Seepair. Wommel. Ladybar. Alola Slimer. Fluchtseil. Und ein Lamelux. Das kommt mir bekannt vor. Okay. So, dritte Tin, der Pokéball. Diesmal auf Englisch, man sieht es hier, Trading Card Game, What's Inside a Pokéball? Pre-Pokémon TCG Booster Packs. Ja, dankeschön. Aber welche TCG Booster Packs sind denn hier drin? Das wollen wir wissen. Und deswegen, oh mein Gott. Es geht doch. Pokéball hin. Okay. Booster drehe ich mal um. Was haben wir für eine Coin? Oh. Okay, wir haben eine super süße Mew Coin hier drin. Da
Das heißt, die Coins sind auch schon mal anders. Okay, die ist wirklich cute. Sehr nice. Sehr nice. So, Booster Nummer 1. Guardians Rising, Stunde der Wächter. Booster Nummer 2. Oh, XY Fates Collide. Okay. Nice. Und Sonne, Mond, Base Set. Okay, das ist jetzt nicht so nice. Aber die anderen beiden, okay. Ja, wir nehmen das einfach mal so hin und starten gleich rein in Sonne, Mond, Base Set. Freunde, ob ihr es glaubt oder nicht, das ist das erste Mal, dass ich englische Booster öffne. So, das war 4 Karten nach vorne. Ich habe noch nie ein englisches Booster geöffnet. Wir haben hier eine Energiekarte. Dann haben wir Team Skull. Den Superball. Habitak. Oh, das Centering hier auch sehr, sehr schlecht. Dratini. Wommel. Lampi. Bubungus. Bubungus Reverse. Und, Solgaleo GX. Wir haben einen Hit. Wir haben einen Hit. Solgaleo GX aus... Was war das jetzt? Sonne und Mond Base Set. Das stimmt. Okay. Immerhin ein Hit aus Sonne und Mond. Das Base Set ist ja eigentlich gar nicht so geil. Aber okay, sehr, 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 sehr nice. Ich würde sagen, XY nehmen wir uns mal auf. Und gehen rein in Stunde der Wächter. So, wir haben hier den Code. Gönnt euch den mal. Ein pro Video kann ich ruhig mal verschenken. So, wir haben eine Pflanzenenergie. Das Choice Band. Vanillisch. Whimsy Scott. Okay, Chansey. Petilil. Trubbish. Ein Machop. Alola Geodude. Alolan Geodude Reverse. Okay, ist das hier irgend so ein Meme oder... Und dahinter, Drampa GX. Okay, die Karte sieht auch sehr, sehr geil aus. Zenlong heißt es auf Deutsch, genau. Zenlong GX. Okay, mag ich sehr das Pokémon. Deswegen freue ich mich sehr über diesen GX-Hit. Die GX-Karten, die normalen, sind nicht die wertvollsten, aber immer schön anzusehen. Ja, und dann öffnen wir nächste Premiere, mein erstes XY-Pack, XY Fates Collide. Ich weiß gar nicht, welches das deutsche Vergleichsset dazu ist, aber das ist nicht schlimm. So, Codekarte kommt weg. Hier ist es, glaube ich, 3 nach vorne in der XY-Serie. Und wir haben hier einen Ultra Ball. Okay, gab es hier noch keine Energiekarten? Ich hoffe, ich habe den Kartentrick nicht versaut. Dann haben wir das Old Amber Aerodactyl Power Memory. Okay, die Karten sehen wirklich sehr cool aus. Also, das ist tatsächlich mein erstes XY Booster. Wir haben ein Koffing, ein Lavita, ein Wullaby. Dann haben wir ein Picochilla. Ein Flurmel und Ressler Dero Reverse. Und dahinter haben wir ein Bronzong als Rare-Karte. Sehr, sehr cool. Mein erstes XY-Pack. Ja, das war's mit den Boostern. Jetzt hoffe ich, dass ihr dran geblieben seid, um zu erfahren, wie ihr diese wunderschöne Kyogre Amazing Rare-Karte gewinnen könnt. Und zwar ist es eigentlich ganz einfach. Ihr müsst Abonnent dieses Kanals sein, einen Daumen nach oben auf dem Video da lassen und einen Kommentar schreiben mit eurem Lieblings-Pokémon. Die drei Sachen müsst ihr erfüllen und, ja, okay, ihr müsst mindestens 14 Jahre alt sein. Aber sonst die drei Sachen, Abo da lassen, Like da lassen und einen Kommentar schreiben mit eurem Lieblings-Pokémon und schon seid ihr im Topf mit dabei. Ausgelost wird das Ganze in ungefähr 14 Tagen. Da wird es dann ein Video zugeben. Und ja, wahrscheinlich
dann schon mit dem Set Kampfstile. Da werden wir das Ganze auslosen. Also seid gespannt. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich sage ciao, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.